Was klappt man aus, die Fighterhose hier und heute im Showcase zu dem neuen Trunks und seinem Future-Team. Ich konnte ihn jetzt die einigen Tage wirklich austesten und mit ihm spielen und er macht wirklich sehr viel Spaß. Also die Karte selbst und auch sein Team, das Future-Team, ist auf jeden Fall sehr geil. Wir werden uns erstmal kurz alle Informationen und Details zu dem Boy und ansehen. Dann werde ich über das Team gehen, über die Kategorie, kurz ein, zwei Sachen dazu sagen. Und dann gehen wir in das neueste Dokken-Event von Zamasu und lassen dann Trunks gegen Zamasu kämpfen, sage ich mal. Bevor wir loslegen, wie gesagt, Freunde, ein, zwei wichtige Sachen. Das eine ist, er ist ja quasi, wenn er in der SSR-Version droppt, so wie ihn zieht, Trunks Teen Future. Heißt, er hat eine farmbare Esse. Ich habe ihn aus dem Prime Battle Stages gefarmt, von dem LR Trunks aus Stage 1. Denn dort haben ja Future und Android Charaktere eine erhöhte Droprate, sie erhöhen die Droprate und zudem habe ich dann dazu noch meinen Boost aktiviert, das neue Boost-System auf JP und habe damit wirklich neun Trunks holen können und die auf UR-Version gebracht, jeden einzelnen, sodass er seine SA von 1 auf 10 erhöhen konnte. Also er hat auch natürlich den Strength Trunks als farmbare SA, aber ich würde den aus dem Prime Battle auf jeden Fall empfehlen mit der erhöhten Droprates der Charaktere von Future und Android Kategorie und wenn ihr dann das Boost ja, den Boost-Button oder den Boost an sich aktiviert, einfach gesagt, dann erhöht ihr nochmal quasi, ja, die Drop-Rate oder die Drops aus der Stage. So habe ich das Ganze gemacht, konnte ihn damit auf SA 10 bringen und dann schauen wir uns hier erstmal an der Stelle an. Das sind seine Stats, Freunde, er ist auf 55%. Er und Zamasu haben wirklich sehr gute Stats, im Durchschnitt auch, das muss man auf jeden Fall gut schreiben. Leader-Skill von ihm ist, er gibt dir Future Saga Key plus 3 HP Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder Superclass Charakteren Key plus 3 HP Attack und 120%. Sein Leader-Skill ist, also die Future Saga, die Kategorie hat genau diesen Trunks gebraucht. Der Leader zuvor war ja Future Gohan, aber zwischen Future Gohan und dem neuen Trunks liegen Welten. Dieser Trunks ist wirklich, der hat die Future Saga und das Team so immens geboostet, allein durch seine Präsenz, was er alles ausmacht in dem Team, das werden wir gleich sehen. Das ist wirklich sehr cool und das Team an sich und die Kategorie an sich, da sind die Kategorie Future Saga sind nicht wenige Charaktere, aber auch nicht so viele Charaktere. Es sind meiner Meinung nach genau die richtigen Charaktere, im Prinzip die Charaktere aus der Future Saga, sag ich mal. Aber die in einem Team, die synergieren wirklich sehr gut, sie kommen sehr gut miteinander zurecht, das werden wir gleich sehen. Und ich muss wirklich sagen, das Future Saga Team hat ein sehr schönes Comeback geschaut mit Trunks und das finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Aber außerhalb davon kann man auch Superclass-Charaktere ins Team nehmen durch den Leader-Skill. 120% sind auf jeden Fall gut, Freunde. Das ist der Leader-Skill von dem Transforming Goku in dem Fall. Und da geht wirklich einiges zwecks Teambau. Wisst ihr, was ich meine? Auch wenn ihr jetzt nicht ein komplettes Team aus Future-Saga-Charaktere bauen könnt, ihr könnt eure Superclass-Charaktere mit reinnehmen und das Team könnt ihr dann auf jeden Fall spielen. Mit der Super-Attack macht er, beziehungsweise erhöht er seinen Angriff. Das sind 30%. Das stackt sich immer wenn er eine Super-Attack macht, erhöht er seinen Angriff. Und macht an der Stelle immense Damage. Die Passive ist etwas bescheiden in der Form. Attack mit 100%. Und wenn die Bedingungen stimmen, transformiert er sich. Wir gucken uns gleich die Bedingungen an. Die Links sind in der Stufe Saiyan Warrior Race, Saiyan Lineage, Royal Lineage, Messenger from the Future, Dismal Future, Prepare for Battle und Fierce Battle. Kategorie ist er vertreten, Reed Saints, Future Saga, Time Travelers, Vegeta's Family und Transformation Boost. Die erste Transformation aktiviert sich ab Anbeginn der dritten Runde. Die dritte Runde des Kampfes und dann transformiert es sich. Es geht wirklich sehr, sehr schnell. Das ist sehr gut. Die Super Attack ist dann nach der Transformation folgendermaßen. Er erhöht seinen Angriff und die Verteidigung, macht weiterhin immense Damage. Das sind jetzt aber 20% Attack und FD erhöht. Das kann sich auch natürlich stacken. Was ändert sich bei der Passive? Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 120%. Und jedes Mal, wenn er in die Runde reinkommt, bekommt er weitere Key plus 1 und Attack und F 10%. Das Maximum an Key sind 4. Heißt, nach 4 Runden hat er zusätzlich Key plus 4. Und das Maximum an Attack und F wären 80. Heißt, nach 8 Runden. Hört sich viel an, ist auch viel. Aber die Sache ist ja, wir können ihn dann mit dem Active Skin nochmals transformieren. Und da liegt die Wahl bei uns, ob wir das machen wollen oder nicht. Das können wir jetzt manuell triggern. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Also die erste Transformation müssen wir wirklich gut schreiben. Die funktioniert sofort richtig schnell ab der dritten Runde. Und dann für den Rest des Kampfes haben wir quasi die Wahl, ob wir mit dem Active Skill transformieren können. Wie funktioniert das Ganze? Nun ganz easy. Ab Anbeginn der nächsten Angriffsphase. Beispielsweise, Trunks hat sich transformiert. Er wurde zu Super Saiyan Trunks. Dann greift er in der Runde an. In der nächsten Runde, wenn er reinkommt, ab dann können wir den Active Skill für den Rest des Kampfes quasi aktivieren. Geht ganz easy von Hand auf jeden Fall. Und da liegt dann die Wahl bei uns. Weil, will man ihn transformieren oder will man es nicht? Ich meine, zum Beispiel in Modi wie Super Battle Road kannst du ihn so untransformiert lassen und seine Attack und Staff, Attack und Left stacken lassen und dann wird er auf jeden Fall ein gutes defensives Monster. Was sich an den Linkskills ändert, ist Golden Warrior und Super Saiyan kommt hinzu und jetzt, wie gesagt, wenn wir ihn mit dem Active Skill dann transformieren, ab Anbeginn der nächsten Angriffsphase, wird er zu dieser Form. Bevor wir uns diese Form angucken, Freunde, eine wichtige Sache wegen diesem Active Skill.
Die Wahl liegt bei uns, ob wir ihn transformieren oder nicht. Was heißt das? Das heißt, man kann beispielsweise einen Trunks mit dem Active Skill transformieren. Dann hätten wir den Rage Trunks, sage ich mal, mit dem Schwert. Und den anderen tut man mit dem Active Skill nicht transformieren. Man lässt ihn in dieser Form. Heißt, man kann beide in einer Rotation spielen. Logischerweise konnte man das mit den anderen Charakteren auch, mit den anderen Transformationscharakteren. Beispielsweise hast du dann Evo Vegeta transformieren lassen, den anderen nicht. Dann hast du beide in der Rotation gespielt und alle linken sich. Also, sie teilen sich jeden Linkskill. Aber das Problem war, das war rein RNG, das war ganz zufällig. Wir hatten nicht die Wahl, wir konnten das nicht manuell triggern. Da musst du erstmal darauf hinspielen, dass ein Vegeta überhaupt transformiert. Dann stellst du den anderen, sag ich mal, den transformierten Vegeta mit dem einen in die Rotation. Dann teilen sich jeden Linkskill. Aber was ist, wenn dann in dem Zeitpunkt der andere Vegeta sich auch transformiert? Dann linken die sich nicht mehr. Und hier bei Zamasu und Trunks haben wir die Wahl. Das ist, finde ich, eine nette Spielerei. Beispielsweise tust du den Friend mit dem Active Skill transformieren, dein eigen nicht, spielst beide in der Rotation. Das ist doch eine coole Spielerei, finde ich auf jeden Fall. Und an sich, dass sie das Ganze manuell triggern können, ist wirklich sehr cool. Also, ich konnte in ein paar Tagen jetzt testen, dass das Team mit dieser Mechanik macht wirklich sehr viel Spaß. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Nach der Transformation, was ändert sich? Zum einen ist jetzt folgendermaßen, er verringert die Verteidigung des Gegners massively. Das sind 80% für 3 Runden. By the way, hat der Trunks 150% Key Multiplier, SM Multiplier. Und seine Passive wird dann folgendermaßen, auf den Angriff bekommt er 30% und auf die Verteidigung 10% pro Key, den er einsammelt. Zudem macht er sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus und tut einmalig, zufällig eine gewisse Anzahl an Key in Tech Key ändern. Das ist wie gesagt einmalig. Und logischerweise den Active Skill kann man auch nur einmalig aktivieren. Also er bleibt danach in dieser Form. Er transformiert sich nicht zurück. Er bleibt nach dem Active Skill in dieser Form. Das Gestörte ist jetzt, dass es ein Trunks, der sehr effektiven Schaden verrichten kann. Heißt, zwecks Dupe System, solche Charaktere profitieren mehr davon, wenn man bei ihnen auf Additional Attack geht, weil sie so oder so sehr effektiven Schaden machen. Also es ist ein künstlicher Crit. Beispielsweise bei den ganzen Gogeta ist man immer mehr auf Additional Attack gegangen. Bei Trunks würde ich auch mehr auf Additional Attack gehen, aber ich glaube, ich würde nicht vollkommen auf Additional Attack gehen, denn er ist ja nicht immer, er macht ja nicht immer wie die Gogeta sofort sehr effektiven Schaden, sondern man muss ihn erst mit dem Active Skill transformiert haben und das dauert nicht lang, aber es braucht natürlich auch seine Zeit. Das wäre so gesehen die 5. Runde lang quasi, wenn alles gut läuft. Deswegen, also auf 20 Crit 6 Additional Attack würde ich nicht gehen, weil man will mit ihm schon die Active Skill sehen und mit der damit spielen. 14 Crit, 12 Additional Attack hört es für mich gut an, aber wenn ihr komplett auf Additional Attack gehen wollt, würde auch 15 Additional Attack 11 Crit gehen. Ich glaube, falls ich Dupes ziehen werde in Zukunft, werde ich bei ihnen auf 14 Crit, 12 Additional Attack gehen. Das hört sich für mich sehr gesund an auf jeden Fall. Genau, so viel zu dem Trunks auch, Freunde. Ihr merkt es schon, wirklich ein Charakter, mit dem es ist gestört, Freunde. Die haben den Charakter so gut gemacht, meiner Meinung nach. Und das Team, mit dem ich im Spiele, ist folgendes Future Saga Team. Wie gesagt, Future Saga Kategorie, wenn ihr mal einen Blick darauf werfen. Es geht. Einige viele Charaktere, aber ich finde, es sind richtige Charaktere. Die Charaktere sind stark. Natürlich haben wir die ganzen Goku Black am Start, die Vegitos und so weiter und so fort. Aber ey, wenn man die richtigen Charaktere hat, dann kann man auf jeden Fall ein sehr schönes Team bauen. Mein Team sieht folgendermaßen aus. Ich werde meinen Trunks mit LR Trunks um mal in der Rotation halten. Sie haben vorerst alles, was sie brauchen. Ich also von Angriff links gelernt, hat der Trunks mehr oder weniger nur 4 Spatel und Super Saiyan. Mit Killings jetzt linken sie sich auf jeden Fall. Aber deswegen, wenn Trunks sich quasi transformiert, kommt er Super Saiyan hinzu. Deswegen wollte ich auf jeden Fall einen Charakter, einen Supporter, der Super Saiyan hat. Dementsprechend habe ich Easy Trunks genommen. Abgesehen davon, dass er ein Supporter ist, hat er dann quasi, wenn er in die Rotation kommt, ich dann den Super Saiyan Trunks in die Mitte stelle. Zusätzlich für Trunks auch Super Saiyan, was mir wichtig wäre. Und andersrum, Freunde, Mai's Awakening ist so wichtig für das Future Team oder für das Time Travelers Team, denn sie gibt ja durch die Passive der Time Travelers Kategorie Key plus 2 Attack und der 40% hat zudem eine hohe Chance durch die Passive zu stunnen. Das sind 40% für eine Runde oder durch die Super Attack dann im Prinzip hohe Chance. Das wären 50% für 2 Runden. Aber das Wichtige ist bei ihre Passive Boost für die Time Travelers Kategorie. Ich meine, ja, wir sind nicht in einem Time Travelers Team. Aber viele Future Charaktere sind in den Time Travelers oder andersrum. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass ich in meinem Future Team, dass auch alle Charaktere in der Time Travelers sind, das sind sie in dem Fall. Zum einen wegen LR Trunks und Mai's Passive, die bekommen jetzt zusätzlich Angriffboost pro Time Travelers Team. Aber zum anderen wegen der Passive von Mai. Und 40% Attack mit F in der Rotation mit Trunks und LR Trunks zu Mai. Und dann Mai, das wird gestört, das werden wir gleich sehen. Und genau selbes habe ich mir überlegt
mit Trunks und dem EZA Trunks wegen dem Super Saiyan Link Skill für LR Trunks zu Mai, weil LR Trunks zu Mai und die Supporter Mai, die wir uns gerade angesehen haben, haben Brainiacs. Das sind auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Also wenn quasi Mai in die Rotation kommt, stelle ich dann LR Trunks zu Mai in die Mitte. Das wird auf jeden Fall geil. Die andere Rotation habe ich in Goku Black mit Rosé. Man kennt diese Standard-Rotation. Aber, um ehrlich zu sein, hätte ich LR Goku Black. LR Goku Black habe ich leider nicht. Würde ich in der Rotation auf jeden Fall Strength Rosé mit LR Goku Black spielen. Aber ihr merkt es auch schon, da geht wirklich... Also wegen der Future Saga Kategorie könnt ihr sehr viele Rotationen spielen. Ihr könnt auch ein LR Vegeta Blue mit LR Trunks in der Rotation halten. Ihr könnt, wie gesagt, Strength Goku Black mit Rosé halten. Wir hätten ja natürlich auch diesen Goku Black. Das ist auch ein Supporter. Wenn ein Charakter in Future Saga und Time Travelers ist, bekommt auch bis zu 40% Attack und Death. Ich habe mich aber für den EZA Trunks entschieden. Ganz einfach wegen dem Super Saiyan und weil er auch individuell stärker ist nach seinem EZA. Den neuen Zamasu kann man in dem Team spielen. Da geht wirklich vieles, Freunde. Und wenn das noch nicht reicht, also wenn man quasi die Charaktere nicht hat aus der Future Saga, kann man natürlich auch noch seine Super Class Charaktere mitnehmen. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie sieht denn euer Future Team aus. Meins sieht wie gesagt folgendermaßen aus. Deswegen springen wir sofort in das Event von Zamasu rein und gucken uns das Ganze an. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Zamasu. Ich habe jetzt den Ton angeschaltet, weil wegen dem Active Skill, da wollte ich auf jeden Fall hören, wie sich das Ganze anhört. Und okay, meine Trunks haben sich verlaufen, aber nicht schlimm, dafür haben wir quasi die Rotation. Die ist auf jeden Fall auch nice. Warte mal, Trunks kommt. Ich werde einen Trunks. Ja, okay, lasst ihr das Ganze mal so. Ich wollte euch aufzeigen. Schaut euch mal alle Trunks zu Mai an, Freunde. Die haben auch sofort die 18 Key. Das ist einfach gestört, weil wir kämpfen hier auch gegen einen Future Saga Gegner. Dementsprechend bekommen sie Key plus 6 und haben eine High Chance, die gegnerischen Angriffe zu dodgen zudem dazu. Aber wie gesagt, wichtig ist mir hier auf jeden Fall, dass sie dann noch in der Mitte Brainiacs bekommen. Außer von Fierce Battle 4 Millionen, Freunde. LR Trunks zu Mai, ein Dupe. LR Trunks zu Mai sollte man nicht unterschätzen. Und LR Trunks zu Mai haben so hart von dem neuen Future Trunks profitiert. Ihr seht es, Freunde, es ist gestört. Jedenfalls, wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben, Freunde. In letzter Zeit gebe ich steil vielen Dank für die ganze Unterstützung. Die 24.000 Abonnenten wollen wir demnächst erreichen wegen dem 24-Stunden-Stream. Heißt an sich aber auch, wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt oder ihr Spaß habt, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne auch ein Abo da lassen. Jede Unterstützung freut mich auf jeden Fall. Und ich bin sehr dankbar darüber. Dankeschön. Okay, und zwar, ja, wie gesagt, in Goku Black. Ja, ich hau mal meine Trunks raus. Und vielleicht werde ich auch mal darauf spielen, dass ich dann quasi das, was ich euch gesagt habe, auch zeige. Mit, dass ich den einen mit dem Active Skill transformiere, den anderen nicht. Und beide dann in einer Rotation spiele. Wir werden für das heutige Video sie nur in ihrem eigenen Team angucken, Freunde, den Future Trunks. Man kann natürlich auch Vegeta's Family spielen. Bei Vegeta's Family bin ich mir noch unsicher. Also wäre natürlich die Zeitrotation. Die erste Rotation wäre vierfach Vegeta mit einem anderen guten Charakter, der sich mit ihm linkt. Und bei den anderen bin ich mir noch unsicher. Man kann auf jeden Fall... 1 Million, by the way. Sehr gut. Kein Supporter, gar nichts. Ist gut, ist gut. Ich meine, danach kommt er rein und transformiert sich direkt. Der Friend ist auch auf 55%. Sehr gut. Ich meine, man kann in einem Vegeta's Family Team auf jeden Fall... Warte, ich stelle mal hier hin. Und dann sehen wir, dass da alles links und rechts dodge. Kann man ihn auf jeden Fall mit LR Trunks in der Rotation spielen. Logo, dann hätte... meinem Tech Trunks kein Fierce Battle, dafür aber Super Saiyan, aber dann sorge ich eben dafür, dass mein Support oder eine Rotationscharakter oder in dem Fall halt, ja, die Rotationscharakter Fierce Battle haben, dass er dann quasi das auch bekommt, der Tech Trunks. Könnte man auf jeden Fall auch spielen. Transformation Boost, ein sehr interessantes Team, weil Zamasu und Trunks sind in Transformation Boost und Hybrid Saiyan, Logo kann man auch spielen, wobei Hybrid Saiyan, ja, wir hoffen immer noch, dass, by the way, die Transformation jetzt direkt, bam, wenn er reinkommt. Wir hoffen ja immer noch auf einen... Oh, ich habe die Rotation total verkackt, ich habe gar nicht drauf geachtet. Egal. Achso, nee, warte mal, hier will ich Ding reinhaben, richtig? Ich will hier eigentlich Rosé reinhaben, richtig, richtig, genau. Genau, jetzt hat er quasi in der Mitte das, was ich wollte. Fierce Battle und Super Saiyan, mehr Angriff links hat er nicht. Und zusätzlich noch Support, alle Charaktere. Worauf wollte ich hinaus? Ah, Hybrid Saiyan, ja, wir wissen ja, okay, der aktuelle Hybrid Saiyan Leader, der, also Ultimate Gohan, gibt leider nur 130% auf den Angriff. Aber vielleicht könnte demnächst schon was Neues kommen. Vielleicht habt ihr es gehört, ich habe es auch auf Twitter gepostet, schaut an Team Dokana. Für den Goku Day, 9. Mai ist der Goku Day, kommt für JP und Global ein neuer LR. LR Goten und Gohan mit einem Active Skill, in dem quasi Goku hinzukommt und sie eine Ulti starten. Also LR Family Kamehameha Trio so gesehen. Aber wohlgemerkt, so... wie er es geleakt hat, sollte es LR Gohan und LR Goten sein. Also wenn sie einen Hybrid Saiyan Boost Leader bekommen, einen guten, dann wird das richtig geil. Es wird, by the way, ein Dokkan Fest exklusives Charakter. Freunde, das ist nur aus Leaks. Wenn wir genau wissen, wenn wir mehr wissen dazu, wie sie aussehen etc., dann lasse ich es auf jeden Fall in einem Video wissen.
ich wollte es kurz ankratzen, was ein aktuelles Thema ist. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Showcase. So, das wäre dann quasi die Rotation die Spiele. In dem Fall wäre jetzt Mike drin, heißt, ich stelle Trunks zu Mike in die Mitte. By the way, weiß nicht mal, ob wir hier überhaupt die Transformers triggern werden, aber nicht schlimm. Wir springen danach, das ging ja relativ zügig, wir springen danach wieder in ein Event rein. Seht ihr das, wie Trunks und Mike hier profitieren? Natürlich, selbstständig durch die Pass bekommt sie natürlich Key plus 6, aber ich werde mal da, glaube ich, gucken, dass wir danach mal in ein anderes Dokument gehen, wo wir nicht gegen einen Future-Gegner kämpfen und gucken mal, wie sie dort performen. 1,49 ohne Dupe, Freunde. Und wir können ihn noch ein Stück weiter transformieren. Ich habe eine geile Szene kreieren können, während ich ihn getestet habe, wo aus dem Spiel heraus auf gut Angriff kam, Trunks, nach dem Active-Skill. Das werde ich am Ende noch hinzuschneiden auf jeden Fall, das werde ich euch auch noch zeigen. Ansonsten gucken wir es aus dem Spiel heraus, wie gesagt, wir gucken uns heute mal nur in dem Future-Team an. Time-Travers-Team kann man sie auf jeden Fall, wie gesagt, auch spielen. Time-Travers ist mehr oder weniger ein ähnliches Setup, es sind ja ähnliche Charaktere, Future-Saga und Time-Travers. Wobei Time-Travers natürlich dann mehr sind, aber da ist das 150% des Ding. In sein eigentlich mal der 170% passt, das schätze ich hoffentlich vorerst. Und genau, außerhalb davon, Freunde. Oh, genau das! Rogedes. Die Transformation haben wir jetzt auch gesehen. Oh mein Gott. Ah, ich würde ihn legit jetzt so gerne mit dem. Oh mein, schaut euch diese Rotation an. Und das meine ich dann. Die Zeit kann man auch zusammen spielen. Und dasselbe könnte man quasi mit Trunks machen. Wenn ich den Trunks jetzt quasi rüber bekomme, den einen Transfer durch den Exit, den anderen nicht. Genial, genial. Aber vorerst lasst uns mal. Die Sache ist auch. Ja, nee, wir enden das mit Trunks. Schaut euch den Exit an. Das ist so schön gemacht. Das ist so schön gemacht. Am Ende. Ikusomina, wie krank das einfach gemacht ist, ohne Spaß. Und jetzt, ja, jetzt hier, boom, wir holen mal hier eine schöne Anzahl an Orbs. Jetzt macht, also wir haben eh Typen Vorteil, aber er macht an sich, guck mal, 521.000. Er bekommt halt pro Key 30% auf den Angriff, das ist gestört. Und das Geile ist, wenn er einen Gegner finisht, dann kommt quasi eine Endsequenz. Schaut euch das an jetzt. 2 Millionen, okay, auf 55%, da geht auf jeden Fall mehr. Wir haben keinen Supporter, gar nichts. Wir hatten eine solide Anzahl an Key, sag ich mal. Boom, und jetzt die Endszene wieder. Ah, es ist richtig geil. Das haben die in die Super-Attack involviert, sag ich mal. Richtig schön. Gehen wir mal in das nächste Event rein. Alles klar, Freunde. Und wir sind im Event von Vegeta. Und hier werde ich jetzt mal, wie gesagt, drauf spielen und gucken, dass ich den einen Transfer bekomme, den anderen nicht. Um einfach da zu sehen, wie das Ganze läuft. Und wie gesagt, wegen Trunks und Mai. Wir kämpfen jetzt nicht gegen einen Future-Saga-Gegner. Heißt, sie bekommen nicht Key plus 6 und haben keine hohe Chance, gegnerischen Angriff zu dodgen. 1,35, sehr schön. 50%. Ich meine, der hat nur 100% auf den Angriff gerade. Das ist eine Runde, nächste Runde Transform SE hat dann 120%. Aber der Trunks und Mike bekommen trotzdem in diesem Setup ein Future Saga Team auf jeden Fall auf ihre Key. By the way, eins habe ich vorhin gemerkt, ich glaube, ich hatte zwar die Musik angeschaltet, aber es war, glaube ich, zu leise, weil ich hatte die OBS-Einstellung auf leise gestellt, weil ich die Voreinstellung vom Let's Play hatte. Ich hatte es ein bisschen höher gestellt. Sorry, falls es im letzten Kampf ein bisschen leise war. Ich hatte es höher gestellt, jetzt sollte es auf jeden Fall funktionieren. Beziehungsweise jetzt solltet ihr auf jeden Fall mehr hören, sag ich mal. Gut, jetzt diesen Trunks werde ich in die andere Rotation reinklatschen. Weil ich dann den einen Transfer haben will und den anderen nicht. Und die spielen dann gemeinsam. Und genau, hätte ich wie gesagt LR Goku Black, da würde ich LR Goku Black in das Team klatschen. Die Strength Rosé und LR Goku Black Rotation, die ist einfach so genial. Die ist eines der geilsten Rotationen in Sachen Synergie, was für ein LR einfach gut tut. Selbes gilt für C17 mit LRGF und so und so fort, Freunde. LR Gopings mit Diru zum Beispiel auch so eine Rotation. Da kommen die einfach easy auf die Ultra Super Attack, die LR. Und die bekommen übel gute Boosts. Das ist genial. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Trunks macht mir übel Spaß. Ich habe leider bis jetzt Zamasu immer noch nicht. Hoffentlich kann ich ihn auch ziehen und dann mal ihn testen, weil Zamasu in Dream of God zählt auch übertrieben viel. Oder an sich Zamasu, der gibt auch wirklich viel her. Aber ganz ehrlich, diesen Trunks, der ist geil. Ich finde, die haben den geil gemacht, den Trunks, ganz ehrlich. Der gefällt mir wirklich sehr. Ich weiß, es ist so auch. Ich weiß nicht, was es an ihn angetan hat, ist sein Active Skill. Wo Mai dann zur Seite guckt und Bulma und dann er quasi ja, die Kraft alle nimmt. Das ist wie im Anime einfach. Es ist richtig geil gemacht, finde ich. Und hier natürlich, Issei Trunks hat ihn auch durch die Essay Boost gegeben. Wir kommen auf 1,7. Sehr schön. Trunks hat zwar nur 4 Battle und Super Saiyan, Freunde. Was Angriff links anbelangt. Es ist zwar simpel, aber dadurch ist es halt auch für ihn irgendwie ein kleiner Vorteil, weil man kann ihn einfach in vielen Setups spielen und die Setups sind simpel. Also
man müsste jetzt nicht viele Sachen um ihn drehen, links, rechts oder sowas, sondern du spielst ihn einfach. Hauptsache, da ist Super Saiyan und 4 Spelten und natürlich ein seiner Killing-Skills und das passt schon auf jeden Fall. Genau. Aber jetzt in der nächsten Rotation können wir das machen, was ich wollte. Warte, ich mache das Ganze mal so. Die sollen wir langsam machen. Und wie gesagt, Mai, Freunde, wenn ihr Mai habt, int Mai. Dokkan Awake sie rein in ein Future-Team oder Time-Travels-Team. Und nicht vergessen, diese Mai ist auch ein Time-Travels-Leader. Sie gibt nämlich Kikus 3 120% für die Time-Travels-Kategorie. Also die kann man auch als Time-Travels-Leader spielen. Die Mai haben sie. Mai ist so ein kleiner MVP, sag ich mal. Von den neuen Charakteren ist Mai wirklich so ein kleiner MVP. Das ist richtig gut gemacht mit Mai. 40%, Freunde, das ist genial. Das ist genial. Und dann noch wegen der Combo mit Ella Trunks zu Mai. Und ihr habt gesehen, Ella Trunks zu Mai hat so einen schönen Boost bekommen, so einen schönen Buff. Das freut mich, weil ich glaube, Ella Trunks zu Mai ist auch so ein Ella, wo von vielen übersehen wird. Ich meine, Logo bis jetzt konnte man sie auch nur mehr oder weniger, war es immer profitabel, wenn man sie in ein Time Travel Team gespielt hat, während ihrer Passive, weil sie pro Time Travel Mitglied 10% zusätzlich dazu bekommen. Aber jetzt in Future Saga Team, dann Trunks kann man sie spielen. Zuvor auch, aber Future Gohan war halt nicht in Time Travels. Heißt, 20% haben sie nicht bekommen. Und jetzt, Freunde, oh mein Gott, diese Rotation, die ist genial. Die ist genial. Wie gesagt, schaut so, linken sie sich nicht, aber ich lasse jetzt einen durch den Active Skill transformieren, den anderen nicht, und dann linken sie sich. Und die lasse ich dann so. Den anderen tue ich dann nicht mit dem Active Skill transformieren und lasse die geile Spielerei dabei. Und die kann man auf jeden Fall spielen. Der eine wurde ein Nuker, der andere ist so konstanter Tank und Damage Healer, sag ich mal. Linken tun sich mit jedem Link-Skill. Was willst du da mehr? Bam. Gönnt euch. Ja, siehst du, jetzt, die linken sich. Bam. Es ist gestört und wir haben so viel. Oh mein Gott, wisst ihr was? Ich mach. Ah, nee. Ah, ich würde gerne den hier nach links stellen, um dann einen Angriffboost zu sehen und dann den ulten lassen, was da rauskommt. Aber wir haben schon gute Key. Wir nehmen einfach mal das ein. Wir machen jetzt so oder so sehr effektiven Schaden. Ich habe so oder so am Ende noch ein Szenario. 755.000 Angriff. Jetzt bin ich gespannt. Und die Verteidigung war über 100.000. Das ist richtig gestört. Jetzt bin ich gespannt, was auf dem Radar steht. Wie gemerkt, wohlgemerkt, 55%, 3-0. 3 Millionen. Krank, krank, krank. Am Ende werde ich noch ein Setup zeigen, Freunde, wie ich aus dem Spiel heraus auch. Das ist so geil. Wie ich aus dem Spiel heraus auch auf 3,5 kam. Oh, und. Ja, jetzt sehen wir auch noch die Rotation als Eskalation. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist aber auch geil. Wie gesagt, die zwei Rotationen, das ist so eine Spielerei, finde ich. Das Team ist so eine Spielerei. Das macht so Spaß einfach. Und hier lassen jetzt natürlich Strength Rose zuerst angreifen. Dann bekommt der Int einen Boost. Beide auf 55%. Leider kein Support in der Runde. Nicht schlimm. Und ja, Big Bad Dogs wird sich sicherlich nicht triggern, weil wir haben Typenvorteil. 1,49 unser Strength, sehr schön. Ganz ehrlich, Freunde, das hört sich jetzt greedy an, aber ich will sowohl für ihn und auch für Strength einen Dupe, verdammt nochmal. Und 1,6, das, ey, die sind so gestört. Die, guck mal, wie geil ist die Rotation, bitte, ganz ehrlich. So fürs Auge ist es einfach genial. Ich finde das so geil. Das Team macht übel Spaß, Freunde, keine Ahnung. Das ist richtig geil gemacht. Es ist einfach. Es sind halt die Charaktere aus dem Arc, aus der Staffel. Und fertig. Die kommen alle miteinander. Hört sich jetzt komisch an, aber die kommen alle miteinander klar in dem Team. So von der Synergie her. Freunde, so viel eigentlich auch zu dem Showcase, zum Trunks. Wie gesagt, am Ende noch dieses Szenario, was ich dann quasi so im. Als ich den getestet aufgenommen habe. Hier habe ich nämlich den Active Skill aktiviert an der Stelle. Und. Logischerweise hatten wir dann zuerst den Boost von dem Trunks. Sie haben zwei Supporter im Team. 4 Battle und Super Saiyan ist getriggert. Ihr werdet gleich sehen, was auf dem Radar steht. Freunde, ihr könnt mich am Ende gerne wissen lassen, was ihr von dem Trunks haltet. Ich muss ehrlich sagen, Trunks ist wirklich ein guter Charakter. Wir haben jetzt quasi nur den Future Saga Aspekt gesehen, aber er hat auch noch einen Super Class Leader Skill. Ihr könnt auch einfach jeden Super Class Charakter reinklatschen. Ich kam aus dem Spiel raus auf sehr gute Orbs. Okay, das ist der Angriff von ihm und die Verteidigung, und weil wir Double Support haben, wird auf jetzt sehr viel kommen. Also 3,5 war das, glaube ich, auf dem Radar. Jedenfalls, ich bin mit Trunks auf jeden Fall sehr zufrieden, was wir mit ihm gemacht haben. Die Future Saga hat so einen schönen Boost bekommen, aber auch ich will ihn nicht nur auf die Future Saga begrenzen. Wir haben ihn jetzt nur im Future Team gesehen, aber auch in den anderen Teams 3,4, okay. Auch in den anderen Teams hat auf jeden Fall eine Berechtigung, kommt da wirklich sehr gut klar, weil Trunks ist ein Charakter, der ist durch den Links jetzt simpel und deswegen kann man ihn wirklich in vielen Setups spielen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Trunks, das Team macht 1A Spaß. Ihr könnt mich, wie gesagt, gerne wissen, Freunde, was ihr von ihm haltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe dann, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, schönen Tag. Peace.
next time you ain't won't be around.